Mannschaften sind wieder auf dem Spielfeld und in wenigen Augenblicken, genauer gesagt, jetzt hat Schiedsrichter Mulder aus Holland die zweiten 45 Minuten freigegeben. Der erste Angriff des ersten FC Kaiserslautern gegen das Tor von Moskau. Soweit wir die Sache überblicken konnten, ist festzustellen, dass keine der beiden Mannschaften ausgewechselt hat, beide Teams also unverändert für die zweiten 45 Minuten. Gavrilov, Neues vorne nur zwei FCK-Spieler, dieses Bild haben wir auch in der ersten Halbzeit zu Beginn gehabt. Nur Hofedit und Hübner vorne, jetzt Hofedit am eigenen Strafraum, wird versetzt. Briegel und die erste Ecke nach der Pause für Spartak Moskau. Insgesamt die dritte. Mit der Nummer 10, Cherenko. Schlechter reingegeben, aber auch ein Fehler von Hübner, der Cherenko noch einmal in Ballbesitz bringt. Diesmal die Flanke etwas besser. Romantsev, Gavrilov, sehr schön durchlaufen lassen. Schussmöglichkeit und gute Rettungstat von Libero Hans-Günther Neues. Wer weiß, wenn dieser Schuss in Richtung Tor gegangen wäre. Spartak Moskau will offenbar seinen Offensivdrang, den man in der letzten Zeit der ersten Halbzeit gehabt hatte, in diese zweite Hälfte fortsetzen. Konter jetzt allerdings, Kontermöglichkeit für den FC Kaiserslautern. Melzer, er winkt ab, er weiß, so geht es nicht. Hofedit, etwas zu weit vorgelegt, versucht es allein durch die Mitte. Rechts war Eilenfeld mitgelaufen. Verletzungsunterbrechung jetzt nach diesem Zusammenprall am Boden. Hofedit, der Masseur des ersten FC Kaiserslautern, ist bereits hinübergeeilt. Ein weiterer Betreuer mit der Nummer 11 hinkt der Torschütze Radionov. Hier die Zuschauerkulisse. Es ist schwer zu schätzen. Wie gesagt, 100.000 Zuschauer fasst dieses Leninstadion. 40.000, 45.000 mögen es sein. Der Eintrittspreis bei diesem Spiel 2,50 Rubel. Das ist umgerechnet etwa 7 bis 8 Mark. Ansonsten bei Punktspielen zahlt man 1 Rubel und 40 Kopeken. Inzwischen beginnt es leicht zu regnen. Die Bedingungen werden also wieder etwas schlechter. Allerdings nicht so schlecht, dass man von einem negativen Einfluss auf das Geschehen auf dem grünen Rasen zu diesem Zeitpunkt sprechen muss. Viele Abspielfehler, wie schon in der ersten Halbzeit, bringen immer wieder Spartak Moskau in Ballbesitz. Zu steil für Sidorov. Breme, Reichel. Wie wird jetzt die Taktik des ersten FC Kaiserslautern aussehen? Wird man versuchen, dieses 0:1, diesen knappen Rückstand zu halten, so paradox das auch klingen mag? Oder wird man versuchen, wenigstens ein Tor hier zu erzielen, um sich auf diese Weise natürlich eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen? Hier Trainer Feldkamp, der mit seinen Spielern offensichtlich nicht so recht zufrieden ist.
Moment sieht es allerdings mehr so aus, als wollte Kaiserslautern verhindern, dass noch ein zweiter Treffer gegen die eigene Mannschaft fällt. Jedenfalls halten sich die Spieler weitgehend in der eigenen Hälfte auf. Schafloh, der blonde Mann mit der Nummer 6, der Gegenspieler von Eilenfeld, vielleicht hat er ein bisschen zu viele Freiheiten gehabt in der ersten Halbzeit. Breme, gut gemacht von Eilenfeld, Wolf, Melzer, die fünfte oder sechste Station, Hofedit und eine gefährliche Rückgabe von der Nummer 4 von Schwestow und was ich vorhin sagte zu dem sowjetischen Angreifer, der sich etwas hätte zurückhalten sollen. So gilt das natürlich in diesem Fall auch für den Lauterer Spieler, aber shake hands, alles ist okay. Korrekter Einsatz von Hübner. Melzer. Bleibt am Ball. Das ist der blonde Mann, Schavlo. Eilenfeld. Breme. Der ja eine erstaunliche Karriere beim 1. FC Kaiserslautern gemacht hat. Der junge Mann aus Hamburg ging zum 1. FC Saarbrücken, von da nach Kaiserslautern und eroberte sich auf Anhieb einen Stammplatz. Der Mann, den Sie da eben sehen, das war Michael Dusek, auch ein Abwehrspieler beim 1. FC Kaiserslautern. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass man die Defensive verstärken will. Riegel, Neues, Wolf, Hofedit, ein Doppelpass, gute Aktion und faire Attacke des Spartak-Spielers. Es geht weiter. Der 1. FC Kaiserslautern sieht immer dann gut aus, wenn er aggressiv spielt, Press deckt, Mann deckt und die Gäste nicht zum Zuge kommen lässt. Dann, wenn die Spartak-Spieler Raum und Zeit haben, den Ball anzunehmen, dann wird es gefährlich für den 1. FC Kaiserslautern. Bongard, der tritt fast alle Freistöße, ganz links zeigt Briegel an. Zu wenig gemacht aus diesem Freistoß. Fünf Weiße gegen fünf Rote. Schablo. Er wird immer mehr zur bestimmenden Figur im Mittelfeld. Guess. Abstoß. Eilenfeld lässt Schablo zu viele Freiheiten. Weiter Abschlag von Reichel, geschoben von Vorstopper Schwestow, Bongard. Hübner, Melzer,
Dasajew bisher kaum geprüft, ein sicherer Schlussmann. Sidorov gegen Neues und Ecke. Eckenverhältnis damit ausgeglichen, 4:4. Tscherenkov, Sidorov und die fünfte Ecke. Funkel sichert den vorderen Torpfosten. Zehn lauterer Spieler eben im eigenen Strafraum, vorne nur Beppo Hofedit. Jetzt eine Möglichkeit, ganz drüben war Werner Melzer sehr schön in Position gelaufen. Glück gehabt, dass dieser erneute Fehlpass keine Folgen hat. Melzer. Hofedit. Wieder ein Fehler, diesmal von Brehme. In letzter Sekunde Hans-Günther Neues. Es ist auffallend, wie viele Fehler Kaiserslautern im Abspiel macht. Immer wieder lebt Spartak Moskau von diesen Abspielfehlern. Foul. Foul von Schwetzow gegen Funkel. Der lange Abwehrspieler von Spartak Moskau hatte eigentlich keine Gelegenheit, an den Ball zu kommen. Jetzt fordert Schiedsrichter Mulder den lauterer Spieler auf, sich doch gefällig zu erheben oder sich hinter die Linie zu begeben. Funkel sicherlich kein Schauspieler. Es kann weitergehen, Bongard. Vielleicht sollte auch einmal ein anderer einen Freistoß schießen als immer nur Bongard. Genau auf den Torwart. Und sogar noch eine Möglichkeit zu einem Konter durch Guess, dann Sidorov, Torschütze Radjonov, Brehme mit einer guten Leistung. Hofedit gegen Romanzev. Sucht einen Anspielpunkt. Der ist natürlich am leichtesten in den hinteren Reihen zu suchen. Bongard. Briegel. Hübner. Briegel. Er hatte noch nicht allzu viel Gelegenheit, sich einmal in die eigenen Angriffe einzuschalten. Jetzt Funkel. Das ist eigentlich zu weit aus dieser Entfernung, kann man gegen einen guten Torhüter eigentlich kein Tor schießen. Das da jetzt. Nationaltorwart, 24 Jahre alt, 1,90 Meter lang. Laufduell Brehme gegen Sidorov. Der Torschütze. Guess. Kommt zwar noch an den Ball, aber dann ans Außennetz. Fast alle Spieler von Spartak Moskau haben schon einmal das Nationaltrikot getragen. Vor Jahren stellte Spartak sogar das Gerippe der Nationalmannschaft. Ihr Trainer Konstantin Beskow ist auch zugleich in Personalunion der Trainer der Nationalmannschaft. Erste Wahl sind zurzeit allerdings nur die Nummer 9 Gavrilov und Torhüter Dasajew. Gesperrt und geschoben von
Rodionow, Freistoß für den 1. FC Kaiserslautern. Die beiden eben erwähnten Dasajew und Gavrilov waren auch dabei beim Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel der UdSSR beim 3:0-Sieg in der Türkei. Die UdSSR in der WM-Gruppe, in der Qualifikationsgruppe 3, einer der Anwärter auf die Weltmeisterschaft in Spanien 1982. Die beiden schärfsten Rivalen, die CSSR und Wales. Jetzt aber eine gute Möglichkeit für Hübner. Warum flankt er nicht gleich? Warum zieht er den Ball noch einmal herum? Jetzt aber noch einmal eine Möglichkeit. Fangfehler von Dasajew. Schavlo. Das Spiel ohne Zweifel nicht überragend, aber es hat Tempo, es hat Einsatz. Und hier einmal Trainer Karl-Heinz Feldkamp. In der ersten Halbzeit wurden eigentlich fast alle Vorstandsmitglieder des 1. FC Kaiserslautern abgelichtet. Nur den Trainer kannte man offensichtlich nicht. Jetzt hat man das nachgeholt. Wolf. Hübner, der junge Mann, der erst aus der Amateurliga in die Bundesliga kam, reibt sich auf in der Sturmspitze. Meistens hat er es gleich mit zwei Leuten zu tun, aber er ist körperlich sehr stark, scheut keinen Zweikampf, geht lange Wege. Sein Einsatz sicherlich nicht verkehrt. Schavlo. Über ihn laufen die meisten Angriffszüge. Samochin gegen Bongard, Cherenko und immer wieder Hübner. Gavrilov, Doppelpass, dreifach wunderbare Aktion und das 2:0. Eine herrliche Aktion, das muss man den Spartak-Spielern lassen. Ein herrliches Tor über zwei oder drei Stationen und schließlich setzt Gavrilov den Ball aus etwa 10, 11 Metern zum 2:0 für Spartak Moskau ins Netz. Es ist die 63. Minute. 2:0 für Spartak Moskau. Ein herrlicher Treffer, ich muss mich wiederholen. Über drei, vier Stationen der Ball fliegend zum Torschützen und dann im Netz des 1. FC Kaiserslautern. An dieser Stelle sollten wir vielleicht sagen, wir haben es versucht, hier bei den sowjetischen Technikern eine Zeitlupeneinspielung für Sie zu Hause zu ermöglichen. Es hat leider nicht geklappt. Es tut uns leid, wir haben es versucht. Bonga. Jetzt wird es schwer für den 1. FC Kaiserslautern. Jetzt wird man wahrscheinlich auch sogar die Taktik ändern müssen. Ein 2:0 in 14 Tagen wieder wettzumachen wird sicherlich äußerst schwer. Ich glaube, man wird jetzt verstärkt versuchen, selbst einmal ein Tor zu erzielen. Aber damit läuft man natürlich auch Gefahr, eventuell sogar das dritte und dann womöglich entscheidende Gegentor zu kassieren. Tja, Gavrilov, der Torschütze. 62, 63 Minuten stand er im Schatten von Hans-Peter Briegel. Kam kaum einmal an den Ball, trat kaum in Erscheinung. Und dann war er doch da, genauso wie man es uns vorausgesagt hatte, aus dem Mittelfeld, plötzlich in der Spitze auftauchend und dann souverän, eiskalt den Ball im Netz untergebracht. Wie schon nach dem 1:0 verstärkte Bemühungen von Spartak Moskau, unterstützt vom begeisterten Publikum.
Breme. Noch 25 Minuten. Bongard. Sehr schön gesehen, Melzer. Das ist keine herausgearbeitete Torchance, das ist einfach schlichter Versuch aufs Tor zu schießen aus einer Entfernung, aus der man gegen einen Nationaltorhüter kaum erfolgreich sein kann. Hübner. Hofedit. Immer wieder hohe Flanken in den Strafraum von Spartak Moskau, wo man doch sehen kann, wo man doch hautnah sehen kann, dass die Gegenspieler fast alle um einen Kopf größer sind. Ausnahme natürlich Hübner. Funke in der ersten Halbzeit noch mit einigen guten Szenen taucht immer mehr unter. Eilenfeld, vielleicht die zweite Schwachstelle im FCK-Gefüge. Bongard kann seinen Gegenspieler zwar neutralisieren, aber für die eigene Offensive tut er auch nicht allzu viel. Torhüter Reichel an beiden Toren sicherlich schuldlos. Undankbar ein solches Spiel für einen Torhüter. Keine Gelegenheit, sich einmal auszuzeichnen. Zwei Tore, noch dazu ein Lattentreffer. Hand. Und das Spiel läuft weiter. Melzer, Funke, und da lässt er sich fallen. Die erste Hälfte der zweiten 45 Minuten ist vorbei. Spartak Moskau, die Mannschaft in den weißen Hemden, die jetzt gerade angreift, führt mit 2:0. Und dieses 2:0 muss man wohl inzwischen als verdient bezeichnen, denn zumindest im zweiten Spielabschnitt hat die Moskauer Mannschaft, die Heimmannschaft, hier das Spiel gemacht. Die beiden Tore, das 1:0 durch Radjonov, ein herrlicher 16- oder 18-Meter-Schuss, genau in den Winkel in der 39. Minute und in der 63. Minute das 2:0 durch Gavrilov, ein ebenso sehenswerter Treffer, diesmal allerdings aus einer Kombination heraus. Beide Male war Torhüter Reichel beschlagen, hatte keine Möglichkeit, an den Ball zu kommen. Der erste FC Kaiserslautern in der ersten Halbzeit mit einer konzentrierten Leistung. Man hatte Pech, dass man so kurz vor der Pause noch in Rückstand geriet. Jetzt allerdings läuft die Mannschaft Gefahr, noch höher hier zu verlieren. Reichel. Eilenfeld. Angegriffen von Schablo, verliert den Ball. Schön in den freien Raum gelegt. Noch einmal Nachschussmöglichkeit und noch einmal. Wieder war es Gavrilov, die Nummer 9, der Torschütze zum 2:0. Kaiserslautern jetzt doch sehr unter Druck. Es gelingt kaum einmal ein konstruktiver Aufbau. Bongard. Hofedit, Werner Melzer in den letzten 10 Minuten sehr offensiv. Hofedit, Hübner und Funke. Abgepfiffen vorher, die Aufregung umsonst, aber das war endlich einmal eine vielversprechende Möglichkeit, abseits von Schiedsrichter Mulder angezeigt. Endlich einmal hat der erste FC Kaiserslautern den direkten Weg zum Tor gesucht, nicht versucht, sich durch hohe Flanken in Szene zu setzen.
Trainer Feldkamp hat seinen Schützlingen offensichtlich auch die Anweisung gegeben, etwas offensiver zu werden. Funkel jetzt passt ständig in Linksaußenposition. Jetzt aber Sidorov. Das erste Mal vorbei an Bremen. Der hat Glück, dass Sidorov den Ball verliert. Sonst hätte es äußerst gefährlich werden können. Hübner im Sturmzentrum und rechts Beppo Hofedis. Dazu kommt immer häufiger Werner Melzer, der fast schon mehr Stürmer ist. Und hier mit der Nummer 16, das ist Michael Dusek, der sicherlich in den nächsten Minuten eingewechselt wird. Scheibchenweise nähert man sich jetzt dem Spartak-Tor. Jon, sehen Sie ihn links, Trainer Feldkamp, rechts Dusek. Wen wird er herausnehmen? Erster Anwärter für meine Begriffe, Eilenfeld, Funkel, Bongard. Es kann eigentlich nur besser werden. Hofedis. Die Zwei-Mann-Mauer wird noch einmal korrigiert. Briegel. Und Eckstoß. Fünf zu fünf Ecken. Bongard läuft hinaus. Hübner. Hand wird angezeigt. Reklamiert von den Lauterer Spielern, aber da kann es natürlich keinen Strafstoß geben. Und jetzt 4-5 Weiße gegen 3 Kaiserslauterer Verteidiger. Sehr schöner Seitenwechsel. Und Glück. Ecke. Nur Ecke. Oder wie entscheidet der Schiedsrichter? Abstoß. Jetzt die Auswechslung mit der Nummer 16, also Dusek, und heraus geht Eilenfeld. Das ist korrekt. Mal sehen, vielleicht kann ja Dusek als frischer Mann die Kreise von Schavlo etwas mehr einengen. Vielleicht kann er auch etwas mehr für die Offensive tun. Eilenfeld hat auf jeden Fall enttäuscht. Man muss wohl vielleicht sogar sagen, einmal mehr enttäuscht. Melzer. Er gehörte zu den Stärksten. Das ist der Schablo. Erste Ballkontakte von Dusek. Das Spiel in den letzten Minuten etwas hektischer. Der glitschige, der rutschige Rasen mag dazu etwas beitragen. Bremen. Bremen. Souverän gehört sicherlich zu den drei Besten heute. Briegel in Normalform. Bongard. Funkel. Hofedit. Wieder eine schlechte Flanke. Das ist jetzt schon das 10. oder 11. Mal, dass die Flanken nicht zum eigenen Mitspieler kommen. Radjonov. An Bremen vorbei. Noch eine Viertelstunde. 2:0 der Spielstand für Spartak Moskau. Reichel.
Hübner, ich muss den jungen Mann loben, nicht nur sehr viel gelaufen, sondern auch mit einem Blick für die Situation. Er riskiert endlich einmal einen Schuss, versucht nicht wieder zu flanken. Und Ecke Nummer 6 für den 1. FC Kaiserslautern. Spartak in den letzten Minuten augenscheinlich etwas spritziger, etwas kraftvoller. Und vor allen Dingen auch mit wesentlich weniger technischen Fehlern als der 1. FC Kaiserslautern. Auf jeden Fall kann man nicht davon sprechen, wie es in der Vergangenheit mehrfach so war, dass man sowjetische Mannschaften einfach in eine bestimmte Kategorie presste, sie schablonenhaft nannte. Das kann man dieser Mannschaft ganz bestimmt nicht nachsagen. Sie ist eine europäische Spitzenmannschaft. Das war eben der Torschütze zum 1:0, die Nummer 11, Radjonov, Gegenspieler von Wolfgang Wolf. Ein Duell, das bisher durchaus ausgeglichen zu nennen ist, auch wenn der Spartak-Spieler dieses eine Tor geschossen hat. Kann der 1. FC Kaiserslautern noch einmal Kräfte mobilisieren, Kräfte freimachen, vielleicht jedoch noch das 2:1, das ja wesentlich bessere Möglichkeiten für das Rückspiel am 4. November eröffnen würde, zu machen. Im Moment sieht es jedenfalls nicht so aus. Radjonov gegen Wolf. Verbissene Zweikämpfe. Ein Kompliment auch an den Schiedsrichter. Er hat die Partie souverän im Griff. Er pfeift nicht jede Kleinigkeit, aber er ist auch Respektsperson. Sidorov, da hat er sich etwas zu viel vorgenommen. Ermahnung an den kleinen Flügelflitzer. Sekunden gespielt in der zweiten Halbzeit. Etwas mehr als 10 Minuten bleiben. Bongard, Briegel, etwas
zu energisch eingesetzt, der Nationalspieler. Auch hier korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Molder. Freistoß für Spartak Moskau. Die Schlachtenbummler sind übrigens aus der Pfalz mit hierher nach Moskau gereist. Das sind aber nicht die einzigen deutschen Zuschauer unter den 40.000. Einige Touristengruppen, die im selben Hotel wie der 1. FC Kaiserslautern wohnen, haben es sich nicht nehmen lassen, hier heute Abend diesem Spiel beizuwohnen. Darunter auch einige DDR-Bürger. Sie hatten sich zwar Karten für heute Abend für das Bolschoi-Ballett besorgen lassen. Als sie dann aber erfuhren, dass der 1. FC Kaiserslautern hier heute Abend Fußball spielt, hat man sich kurzfristig entschieden, die Damen allein ins Bolschoi-Theater gehen zu lassen. Die Herren sitzen also hier irgendwo auf den Rängen. Briegel. Die Schlussoffensive des 1. FC Kaiserslautern. Wolf. Melzer. Jawohl, so ist es richtig. Schnell, direkt, vor allen Dingen auch genau auf den Mann gespielt. Es fehlte nur der Abschluss. Hofedit. Unsicherheit bei Torhüter Dastajew in diesem Augenblick. Wieder Hofedit. Und erneuter Eckstoß, hier also der Trainer von Spartak Moskau, rechts der Herr Konstantin Beskow, 61 Jahre alt. Und Tor! Nicht so schön herausgearbeitet, aber mindestens genauso wertvoll wie die beiden Spartak-Treffer, Torschütze Friedhelm Funke nach einer Ecke von Hofedit. Friedhelm Funke, Torschütze, 7 Minuten vor dem Ende, 2:1, führt nur noch Spartak Moskau. Ein äußerst wertvoller Treffer für den 1. FC Kaiserslautern, der wieder etwas hoffen kann. Sie wissen es, Auswärtstore sind deshalb so wichtig, weil sie bei Punkt- und Torgleichheit beider Mannschaften aus Hin- und Rückspiel doppelt zählen. Ein Schock natürlich für Spartak Moskau. Man wollte nicht unbedingt noch ein drittes Tor erzielen, aber diesen Gegentreffer wollte man natürlich auch nicht hinnehmen. Gavrilov. Jetzt aufpassen. Cherenkov versucht es allein. Die Chance zum 3:1. Cherenkov an mehreren FCK-Abwehrspielern vorbei. Und dann dieser Abschluss aus 7 oder 8 Metern. Der junge Mann, 22 Jahre alt. Glück, großes Glück für den 1. FC Kaiserslautern. Aber so geht es im Fußball eben noch. Große Freude und jetzt beinahe schon wieder die Ernüchterung. Melzer. Foul an Hofedit. Und auch hier wieder Shake Hands, Entschuldigung für das Foul durch einen Spartak-Spieler. Da haben die FCK-Spieler aber vor einigen Wochen beim Spiel bei Akademik Sofia ganz anders gelitten. Da beklagten sie sich über die Härte, über die brutalen Fouls, über die Hinterhältigkeiten der bulgarischen Spieler. Jetzt wird offensichtlich auch gleich bei Spartak ausgewechselt. Hier unten steht die Nummer 14, Safronenko.
Und herausgehen wird wohl, wenn ich die Tafel richtig entziffern konnte, die Nummer 7. Das ist Sidorow. Diese Auswechslung sicherlich auch ein Kompliment an Andreas Brehme, der den Rechtsaußen sehr gut in Schach gehalten hat, ihn kaum zur Entfaltung kommen ließ. Brehme konnte wieder einmal nachdrücklich unter Beweis stellen, wie wertvoll er inzwischen schon für den ersten FC Kaiserslautern geworden ist. Schavlo, jetzt kämpft sogar Bongard. Guest, nicht einschnüren lassen, Briegel. Samochin. Melzer, stören, angreifen. Gut. Melzer, auch er neben Brehme, positiv zu erwähnen. Und jetzt die Auswechslung. Noch etwa 3 Minuten bis zum Ende. Safronenko mit der 14 für Sidorow. Die Nummer 7. Einwurf Samochin. Der Linienrichter hat noch nicht alles notiert, jetzt geht es aber gleich weiter. Wir sehen sie ihn ins Bild kommen. 42 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Die 87. Minute also. Bongard. Nicht locker lassen, nachsetzen. Nur jetzt nicht noch das dritte Tor kassieren. Melzer. Befreiungsschläge sicherlich nicht schön für das Auge, auch nicht für das Publikum, aber in dieser Situation sicherlich richtig. Und es sieht auch so aus, als haben die Spartak-Spieler nicht mehr die Kraft, nicht mehr den Mumm, hier noch einmal alles zu riskieren. Das ist ja der neue Mann mit der 14, Safronenko. Und auch er gestoppt von Brehme. Nicht reklamieren, Bongard. Nicht reklamieren, da gibt es höchstens die gelbe Karte. Es bleibt so oder so beim Einwurf. Trainer Bestkov. Er kann nicht zufrieden sein. 2:0 geführt. Dann in den letzten Minuten dieses Tor. Jetzt aber noch einmal die Möglichkeit. Gavrilov. Foul. Indirekter Freistoß. Torentfernung 20, 22 Meter. Eine heikle Situation noch einmal für den ersten FC Kaiserslautern. Trainer Feldkamp steht bereit, aber er kann natürlich nicht helfen. Safronenko, Reichel. Endlich einmal konnte er unter Beweis stellen, dass er ein guter Torwart ist. In Sofia war er sicherlich der Beste. Die letzten 60 Sekunden, wenn Schiedsrichter Mulder nicht nachspielen lässt. Die Schritte der Spartak-Spieler sind auch langsamer geworden jetzt. Safronenko, er bringt noch einmal frischen Wind. Brehme. Und Funkel. Einwurf, zu lange gewartet. Cherenko. 45 Minuten sind eigentlich vorüber. Bongard. Die
Die Lautere Abwehrspieler rücken gar nicht mehr auf. Sie bleiben gleich hinten, wollen nichts mehr riskieren. Bongard. Profedit. Ball halten jetzt. Versuchen vielleicht noch einmal eine Ecke herauszuholen. Schwetzow. Die Linienrichter blicken bereits auf die Uhr. Trainer Feldkamp tut es natürlich auch. Es kann nicht mehr lange dauern. Geschoben. Geschoben von Hofedit. Auch diese Entscheidung korrekt. Gavrilov. Und immer bei ihm, Hans-Peter Briegel, Breme, vielleicht der beste Lautrer an diesem Abend hier in Moskau. Und jetzt geht der Schiedsrichter zum Mittelpunkt. Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern reißen die Arme hoch. 2:1, der Endstand in einem Spiel zwischen Spartak Moskau und dem 1. FC Kaiserslautern. 2:1, sicherlich. Auch das mag paradox klingen, ein Wunschergebnis für den 1. FC Kaiserslautern. Ein Gegentor geschossen, der Abstand nur ein einziges Tor. Aber die Aufgabe, das ist auf jeden Fall klar, gegen diese Mannschaft in die nächste Runde zu kommen, sind gut. Die Chancen sind gut, in 14 Tagen Spartak Moskau aus dem Rennen zu werfen. Dank dieses einen Treffers von Friedhelm Funkel, der das Gewünschte ein wenig näher brachte, nämlich den Einzug in die dritte Runde. Die Erinnerungen werden wach an den UEFA-Pokal 1973-74. Damals gab es ein 0:2 in Erivan, dann ein 2:0 nach Verlängerung in Kaiserslautern und man kam durch ein Elfmeterschießen weiter. Soweit sind wir aber auch noch nicht. Diesmal ist die Ausgangsposition auf jeden Fall günstiger für den 1. FC Kaiserslautern. Grund zum Jubeln gibt es allerdings noch nicht. Es wird ein schweres, schweres